Hey Leute, willkommen zurück in der Unterkunft. Natürlich wusste ich, dass du wiederkommst. Du musst die toten Briefkästen aufsuchen. Randolph hat eine Nachricht für dich. Was zur... Verdammt! Ich wollte keine neuen Quests. Ich wollte doch Hauptstory weitermachen. Verflucht nochmal. Gut, wir erstatten Bericht. Wir haben ganz viel erledigt. Pammy! Ich habe mich um das DIA-Versteck gekümmert, Pam. Hervorragend, Agent. Diese Vorräte werden der Organisation Railroad weiterhelfen. Hier ist Ihre Belohnung. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Warte, was hast du mir gegeben? Irgendwas Tee? Team? Ah, Tarnpolunder. Wartet. Tarnpolunder. Inventar, Kleidung. Tarnpolunder. Das ist ja gar nichts. Charisma. Aber dann ist meine ganze... Wartet. Wir sehen aus wie ein Trottel. Ein Trottel mit Charme. Das könnte eigentlich die Überschrift meines Kanals sein, richtig? Ah, wobei, wer hat was von Charme gesagt? Gut. Wem müssen wir alles noch Bericht erstatten? Warte, Aufgaben hier. Metzgerrechnung, erstattet Dr. Carrington. Carrie! Der Unterschlupf Augusta wurde ausgelöscht. Ein Unglück kommt selten allein. Was redest du? Ich hab dir die Infos gebracht. Der Überlebende von Augusta ist tot. Ich fand keine Hinweise auf den Verbleib des Synths. Dachte ich mir schon. Nun, zumindest ist dir nichts passiert. Vielleicht hört Desdemona ja beim nächsten Mal auf mich. Hoffentlich hilft dir das bei deinen künftigen Missionen, wenn du mich jetzt bitte entschuldigst. Ach, du bist so ein Besserwisser-Typ, richtig? Du bist so ein Besserwisser-Typ. Naja, Metallrüstung linker Arm, bleiverkleidet und legiert. Tom und seine Jungs laden noch die Spielzeuge der DIA. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Geh zum toten Briefkasten, erstatte den Betreuerbericht. Der war natürlich... Oh shit, der war gar nicht hier. Wo ist das? In der Combat Zone. Mitten in der Combat Zone. Gut, okay. Wartet. Wisst ihr was? Aus die du gefunden. Pläne sind Pläne. Übrigens, herzlichen Dank. ihr habt mir gesagt, ich könne auch von hier aus schnell reisen. Ich weiß nicht, warum das am Anfang nicht geklappt hat. Aber es klappt offensichtlich. Wir sind hier, um hier kurz einen Zwischenstopp zu machen. Und zwar brauchen wir die beiden Dinge hier nicht, wenn ihr mich fragt. Aber was wir brauchen, ich weiß nicht, ob wir es wirklich brauchen. Oh verdammt, das war hier. Ob wir es wirklich brauchen, aber wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit. Ja, so viel brauchen wir dann nicht. Aber ein bisschen was. Ein bisschen was. Hier nehmen wir 5. Okay. Damit kann ich leben. Gut. Mama Murphy, ich habe noch was anderes organisiert. Seht sie euch an. Das ist die T-60. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben... Und zwar von der Bruderschaft. Lass mich hier angeben. Weil wir steigen ein und wir markieren eine neue Quest. Hancock, du kannst die eine von denen nehmen, wenn du sie benötigst. Aber ich glaube nicht, dass du sie brauchen wirst. Denn wir gehen zu den Aufgaben. Haben wir nichts markiert? Das finde ich super. Finde Virgil! Das machen wir jetzt. Und wo müssen wir dahin? Ihr seht's. Wir müssen ziemlich, ziemlich weit. Müssen wir... Finde Virgil im leuchtenden Meer. Ich dachte, das hier sei das leuchtende Meer. Naja, gut. Auf jeden Fall ist das die eine Sache, die wir machen wollten. Und dann eine andere Sache. Sehr schwer. Okay, wisst ihr was? Wir machen erstmal schwer. Beruhigt euch. Wir machen erstmal...
Wir machen erstmal schwer und schauen uns an, wie das funktioniert. Ihr habt mir gesagt, also ihr Nuka, der gute Nuka, hat mich darüber aufgeklärt, dass wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. Und ich glaube, es kommen interessantere Gegner, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen schalten wir das mal hoch. Aber eines ist wichtig zu verstehen. Ich bin kein Profispieler. Was zur... Ich bin weit entfernt davon, ein Profi zu sein. Und ich spiele diese Spiele wegen der Story. Ich mag es einfach. Ich spiele es nicht, weil ich irgendwie ein Ziel habe, irgendwie das möglichst gut zu beenden oder sonst was. Wirklich gar nicht. Sondern einfach, weil ich das Spiel mag. Deswegen, es ist eigentlich für mich nicht absolute Priorität, hier den höchsten Schwierigkeitsgrad auszureizen. Hey, hab was entdeckt. Willst du mich verarschen? Jetzt, ich hab den getroffen. Alter, du willst, dass ich auf sehr schwierig spiele und der Typ überlebt einen Headshot hier locker flockig? Was soll der Quatsch? Alter. Okay, gut. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht getroffen. Wie sieht's mit meiner Energie aus? Alter. Nuka, ist das dein Ernst? Wir sind gleich tot, richtig? Alter, was zur Hölle? Alter, okay. Ich sag dir, ich werde den Schwierigkeitsgrad wieder runterschalten, wenn die mir hier so einheizen. Das sind nur Gunner-Soldaten. Könntest du sterben? 40 Erfahrungspunkte. Alter. Du wolltest, dass ich auf sehr schwer spiele. Dein Humor möchte ich haben, Nuka. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Okay. Der war Low-Level. Der hat nur 26 Punkte gegeben. Und dann hat er nicht mal was Gutes. Alter, Nuka. Ich will nicht zu viel sammeln. Könntest du aufhören durchzudrehen? Na gut, wir gehen weiter. Was ist... Okay, wartet. Verflucht. Ich habe keine Ahnung, wo ich was hier sehe. Weil links haben wir HP. Was bedeutet das? Ist das unsere Powerrüstung? Weil wenn wir da jetzt schon so viel verballert haben, oder regeneriert sich das? Ich glaube das... Okay, wo sind wir jetzt? Bei 71? Wir achten uns mal drauf. Oh, verdammt, ich bin wieder irgendwo, richtig? Okay, oh, puh. Okay, wenigstens der Kern macht noch ein bisschen mit. Ah, okay, das regeneriert sich. Okay, ich habe mich beruhigt. Das ist somit unsere Lebensenergie. Health Points. Ich weiß nicht, wofür das HP steht. Harry Potter. Exakt. Ganz genau. Fusionskerne haben wir genug. Da mache ich mir keine Sorgen. Was mir Sorgen macht, ist, dass ich das Gefühl habe, gleich einer Kakerlake zu begegnen und 5 Schüsse zu benötigen, um sie zu töten. Was ist dir passiert? Einfach weil wir hier den Schwierigkeitsgrad erhöht haben. Und wie gesagt, ich habe jetzt nicht auf sehr schwierig gestellt, nur auf schwierig. War's zur... Okay. Das ging. Das war okay. Waren die Gunner einfach so gut? Nee, richtig? Die waren jetzt nicht übertrieben gut. Naja, vielleicht haben wir überreagiert. Wie gesagt, Nuka weiß es besser. Er weiß es besser. Also vertrauen wir ihm. Wir vertrauen ihm und wir versuchen es ein bisschen. Mass Fusion Endlagerstätte. Das ist einfach
der Chemieabfall. Gut, wir sehen Supermutanten. Wir ziehen weiter. Wir ziehen weiter. Ach, mit denen hatten wir es jetzt so gut aufgenommen. Und kaum ist es soweit, spielen wir auf sehr schwer. Auf schwer, nicht auf sehr schwer. Sorry. Na gut, wir hören jetzt auf zu jammern und machen das Beste draus. Denn ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht, letzten Endes soll es ja auch Unterhaltung sein. Und wenn ich dann merke, okay, Todeskralle Nummer 37 dauert 54 Stunden, weil sie einfach OP ist, dann stellen wir halt den Schwierigkeitsgrad wieder runter. So einfach ist es, so einfach ist es. Was zur... hier geht's wieder ab. Es geht wieder ab. Okay. Oh! Supermutanten für Strecke. Ja gut, die waren schon immer gut. Alter! Meine Energie. Alter! Holy! Okay, macht... Könnt ihr die töten? Verdammt, ich... Die haben einfach hier die Maschinengewehre und die ziehen einfach durch. Oh yes, hier, da, die Jungs. Legendärer Gegner ist mutiert. Ja, super. Wo ist denn der Legendäre? Bist du der Legendäre? Ihr müsst nicht mit Laser auf Supermutanten schießen. Die sind doch schon mutiert bei denen. Na gut, okay. Schön, dass wir zusammen hier waren. Der hatte eine Minigun? Okay. Also, wir haben bereits einen Stim verballert. Die nehmen wir mit. Na, Jungs. Habt ihr alles im Griff hier? Der hat ebenfalls eine Minigun. Ist die besser? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich doch wieder im Hauptquartier wäre. Ah ja, das sage ich mir eben auch. Okay, Kammerjäger. 44er Pistole. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Meyer-Lurks und Insekten. Natürlich. Dann erhalte ich schon so einen Stuff, den ich mir hart erkämpfe. Dann ist es für Meyer-Lurks und Insekten. Diejenigen, die ich auch mit normalen Waffen im Griff habe. Wir wollen Dinge, die Zusatzschaden verursachen. Und zwar generell. Generell. Na gut. Jungs, kommt ihr mit hier? Okay. Nicht? Na schön. Hancock, du bist noch dabei. Auch nicht? Okay, gut. Dann sind wir wieder mal auf uns alleine gestellt. Das kennen wir. Zur Genüge. Könntet ihr aufhören mit dem Lärm hier? Danke. Okay, Red steigt. Ah! Jetzt, aber ihr habt's gesehen, vorhin war's hier, richtig? Jetzt ist es doch hier. Na gut. Brauchen wir hier drin? Red X? Ich sehe nicht, wie stark es zwirbelt. Oh, verflucht. Seht euch das an. Naja. Das sieht ja nicht wirklich nach einem lebensfreundlichen Umfeld aus, richtig? Hier überleben nur Mutanten, Kakerlaken und natürlich Todeskrallen. Oh, verflucht. Was tun wir hier? Wer hatte diese Idee? Virgil! Warum hast du dich hierhin verkrochen? Verflucht nochmal. Wie bist du überhaupt hier gelandet? Hast du auch so einen Anzug? Wahrscheinlich. Was ist mit meiner Stimme? Warum bin ich plötzlich heiser? Verflucht nochmal. Oh. Okay. Ich trau der Sache hier gar nicht. Ha! Aber hast du mich erschreckt? Hi, du bist ja gleich hier. Oh, Red. Okay, gut. Legendär. Okay, erst die hier. Okay, komm her, mein Freund. Komm her. Hit. Komm schon. Yes. Natürlich ist er mutiert.
Der dumme Sack. Der dumme Sack. Komm her. Du hast folgenden Level erreicht. 35, yes. Batman, unaufhaltsam. Fülle deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Okay. Wer spuckt hier noch? Okay, komm her. Komm her. Okay. Ja, das Red zwirbelt schon rein. Es zwirbelt schon rein. Wir nehmen noch eins. Nicht, dass das wirklich groß was bringen würde. Aber so habe ich das Gefühl von Kontrolle, okay? Okay, und was ist hier? Hier ist irgendeine Höhle. Höhle! natürlich, Höhle. Danke dafür. Wir gehen nicht in Höhlen, denn die... Verdammt! Hast du mich erschreckt? Okay, das ist in... Okay, der Schadensbereich, der geht... Actually. Aber habe ich praktisch nicht getroffen? Komm schon, lade nach. Alter. Holy. Nicht noch eine. Alter. Das macht ja nicht mal mehr Schaden. Alter, warum? Aber sorry, okay, Nuka. Aber erklär mir das. Jetzt, ich habe eine 95%ige Trefferchance. Und ich treffe den Typen nicht zweimal hintereinander. Also ich meine, okay, gut, ich sag dir, wie es ist. Ich will nicht angeben. Aber wenn ich einfach studiert habe, dann ist es Statistik. Und die Wahrscheinlichkeit, bei 95% zweimal hintereinander nicht zu treffen, mein Freund, die ist nicht besonders groß. Also wenn ihr mich fragt, das mit dem Schwer, das ist nicht gerade nett. Wollte ich nicht aufhören, mich zu beschweren. Ich sage euch, wie es ist. Das wird noch Jahre dauern. Okay. Schwierigkeitsgrad erhöht. 2 Todesklauen. Und natürlich. Ja, wie... Natürlich. Wir haben bei 64% die gleiche Trefferanzahl. Alter, warum hast du die wieder geweckt? Habe ich Hancock getötet? Brauchen wir nochmal einen Maddox? Ah, das Red füllt sich unglaublich schnell. Na gut. Es hat schon ziemlich Tempo hier. Okay, was haben wir hier? Ist das etwas, das wir entdecken? Gekenterte Fabrik? Natürlich, jetzt kommt noch ein Sturm. Das ist hier wahrscheinlich Sonnenscheinwetter. Verflucht nochmal. Alter Falter. Oh, ich habe mir wahrscheinlich auch die beste Quest ausgewählt, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, richtig? Wir sind nicht allein. Ach, was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Hi. Warte. Okay, ihr seht's. 95. Okay. Ja, natürlich. Jetzt treffen wir. Klar. Was zur Hölle? Okay, ruhig jetzt, Hancock. Ruhig. Wir gehen hier... Alter. Legendärer leuchtender Skorpion. Alter. Natürlich. Und dann hat er noch die Moves hier. Komm schon. Legendärer Gegner ist mutiert. Natürlich. Warum denn auch nicht? Alter. Jetzt lässt auch noch hier mein... Komm schon. Jetzt lässt auch noch mein Anzug nach. Was soll der Quatsch? Jetzt sterb endlich! Ach,
Ja, interessiert mich ein Scheiß. Das macht mich wütend. Seht ihr, das ist das Ergebnis. Unser linker Arm, der ist schon richtig, richtig im Arsch. Kann ich das reparieren? Wahrscheinlich brauche ich dazu wieder 7 Erfahrungspunkte. 3 spezielle Gadgets, die man nur bekommt, wenn man hier einmal die tödlichste Todeskralle aller Zeiten tötet. Und das alles nur, weil wir den Schwierigkeitsgrad erhöht haben. Was soll der Quatsch? Ah, verflucht. Na gut. Kommen wir denn näher? Kommen wir der Sache denn näher? Ja, okay, immerhin. Naja. Gut. Oh! Okay, hier zwirbelt's. Hier zwirbelt's. Dann lassen wir das weg. Okay, diese Pfützen sind die Pfützen des Todes. Das habe ich mittlerweile verstanden. Inventar Red Axe. Na gut. Okay, unsere Energie regeneriert sich. Unser Anzug, der ist Schrott. Was erzählst du wieder hier? Ah, verflucht. Ah. Wisst ihr was? Wenn wir schon mal ein bisschen, obwohl, ich nehme an, meine schweren Waffen machen nicht viel Schaden, richtig? Wartet. Ah, okay. Na gut. Scharfschützengewehr interessiert keinen Mensch. Fatman. Der macht gut Schaden, wisst ihr was? Und dann haben wir doch noch eine Minigun. Hier. 8. Die macht so gut wie keinen Schaden. Aber wir haben gut Munition dafür, von daher. What else? Was zur... Ist hier ein Dorf? Alter, Red steigt. Ich will nicht... Alter, komm. Was zur... Seid ihr Gegner? Krater des Atoms. Auf zum Atem. Ey. Möge dich Atoms leuchten auf deinem Weg leiten. Bruder Ward, warum bist du so creepy? Was ist mit euch? Alter, ihr habt nicht mal einen Schutz. Seid ihr einfach hier, um zu sterben? Einen schmerzhaften Tod? Ihr seid doch Psychos hier. Hier, da wird noch gebetet. Oh, du hast eine Anzeige über deinem Kopf. Was tust du hier? Möge Atom dich mit seinem Leuchten segnen. Würdest du dich... Die Welt wird Atoms Größe erkennen. Ich zeig dir gleich meine Größe. Du näherst dich Atoms geheiligten Boden. Aus welchem Grund? Rede, oder du wirst in seinem Antlitz gespalten. Oh wow, es gibt hier keinen Red? Heiliger Boden? Ich bin falsch abgebogen. Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Im leuchtenden Meer gibt es keine Abzweigungen. Nur den Weg zu Atoms leuchten. Und nun hast du das Ende des Wegs erreicht. Du bist hier. Isolde, du bist creepy. Du bist verrückt. Das wäre richtig? Erzähl mir was. Wo bin ich hier? Hier sprechen wir zu Atom selbst. Ich bin überrascht, dass du lange genug überlebt hast, um ihn zu erreichen. Ich habe eine Powerrüstung. Erzähl mir was von Virgil. Ich suche nach jemandem namens Virgil. Virgil? Ja, wir kennen diesen Virgil. Danke für nichts. Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kind? Alter, ich will wissen, wo Virgil ist. Warte, mach dir die Strahlung nicht aus. Ihr habt ja trotz der Strahlung hier überlebt. Das ist Atoms einzigartiges Geschenk an uns. Die wahren Gläubigen. Er hat uns zu diesem Ort geführt. Einem Ort, der uns nicht schaden kann, damit wir ihm hier huldigen. Damit wir sein Wort hinaus in die Welt tragen. Das ist unsere Berufung. Atoms Worte in eine Welt zu tragen, die diese Worte nicht hören will. Wir müssen allen Atoms Macht vor Augen führen. Toll. Natürlich hört mein Red Axe jetzt hier auf zu wirken. Und warum...
Muss ich dich immer neu anwählen für warum schaue ich bei Waffen? Warum muss ich dich immer neu anwählen, um mit dir zu sprechen? Was kann ich für dich tun, Kind? Erzähl mir was von Virgil. Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du? Soweit waren wir schon. Ich brauche Informationen. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Verstehe. Yes! Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Das ist kein Problem. Gut, Isolde, hör zu. Ich fühle mich ja wohl hier, aber irgendwie auch nicht. War das die Höhle? Es geht hier noch weiter? Was zur Hölle? Oh, verflucht. Ich dachte, hier wäre Ende Gelände hier bei dieser Grenze. Ich meine, wofür ist denn die da? Na gut, dann gehen wir im nächsten Part zu Virgil. Ich muss mich jetzt erstmal erholen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und tschüss.